Mein Beruf ist Kraftfahrer und ich bin hier in einem Viertel groß geworden. Das ist ein Haus, da bin ich geboren worden. Nicht im Krankenhaus, sondern in der Wohnung selber. Da habe ich damals mit meinen Eltern 5 Jahre lang gelebt, mit meiner Oma zusammen. Und das ist das Haus, wo ich geboren worden bin. Ist 39. Ja, und jetzt sind wir hier am Zürpischer Platz. Vorne in der Kirche bin ich getauft worden. Warum weiß ich auch nicht. Ich wollte mich wahrscheinlich damals schon als Taucher anmelden, ich weiß es nicht. Aber ansonsten, das Viertel hier ist irgendwie doch ein bisschen runtergekommen. Einzige, was noch wirklich Gouge ist, hier in der Käferer Straße. Das ist die Firma, wo ich arbeite. Der alte Dickersbach nebenan mit seinen ganzen Schräubchen und Nägelchen, was man da alles so kaufen kann bei dem. Ja, und ansonsten, ich bin 40 Jahre alt, solo, suche eine nette Frau. Wäre lieber nett, wenn sich mal so ein Mädel bei mir melden würde. Naja, zwecks, feste Beziehung. Aber ich bin seit 12 Jahren geschieden. Seitdem nur noch auf Solos Füßen, rase nur noch von abends bis morgens durch die Botanik, weiß nicht, was ich anstellen soll. Gehe ich nach Hause, knall ich mir zwar ein Heavy Metal rein, aber irgendwie fehlt was zum Knullen. Naja, ich bin auf jeden Fall auch ein Karibik-Freak. Ich fahre jedes Jahr, jetzt schon das 8. Jahr, fliege ich in die Karibik, meistens Punta Cana oder Mexiko. Das macht auch sehr, sehr viel Spaß, kostet natürlich Geld. Dementsprechend bin ich auch viel am Arbeiten, damit die Kohle reinkommt. Naja, was soll ich sonst noch erklären? Also das ist mein Leben gewesen. Und na gut, ich war früher in der Rockerzelle, die Zähne sind vorbei. Ich bin ein ganz solider Mensch geworden, dank meiner neuen Arbeit, die ich schon seit 10 Jahren betreibe. Und es macht auch tierisch Spaß.